Unser Thema heute, wie gesund ist rotes Fleisch? Dazu begrüße ich unseren Gesundheitsexperten Dr. Sven Haug. Schön, dass Sie da sind. Willkommen. Guten Abend. Rotes Fleisch. Immer wieder tauchen dazu Meldungen auf, dass der Verzehr davon gefährlich sei. Rind, Schwein, Lamm, Ziege oder auch verschiedene Produkte daraus, irgendwelche Bratwürstle. Das ist ja alles dann gefährlich. Was ist da jetzt wirklich dran? Ja, interessant war, dass Anfang dieses Monats eine US-amerikanische Studie veröffentlicht worden ist, die in der Tat wieder zum Nachdenken anregt. In dieser Studie ganz konkret wurden 100.000 Menschen über mehr als 20 Jahre lang verfolgt und zu ihrem Essverhalten befragt und analysiert. Und herauskam, wer regelmäßig rotes Fleisch isst, stirbt früher. Konkret an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch an Krebs. Ist es jetzt wirklich richtig viel rotes Fleisch? Ernähre ich mich dann ausschließlich von Steak? Es wurde interessanterweise in dieser Untersuchung eine Patientengruppe oder eine Probandengruppe untersucht, die ausschließlich Mitarbeiter des Gesundheitswesens waren, also Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte und so weiter. Das heißt, die haben ohnehin schon einen relativ starken Fokus auf die Gesundheit. Und es wurde jetzt nur einfach analysiert, was wird dort gegessen und wie viel rotes Fleisch wird täglich verzehrt. Gut, US-Amerika ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mit Steaks und Hamburgern natürlich beseelt, aber auch Wurstwaren und Aufschnitt und diese Dinge wurden natürlich erfasst. Und rauskam also in der Tat, dass die Herz-Kreislauf-Krankheiten anstiegen. Da hat man vermutet, dass es wahrscheinlich die gesättigten Fettsäuren sind, das Cholesterin, aber auch möglicherweise zu viel Eisenzufuhr. Denn, zu viel, denn auch im roten Fleisch ist ja sehr viel Eisen enthalten. Und warum das Krebsrisiko angestiegen ist, das wird auch spekuliert, aber da gibt es eben auch verschiedene Hypothesen. Interessanterweise war es übrigens so, wenn man das rote Fleisch weiter verarbeitet hat zu Wurst oder zu Aufschnitt, dann ist die Sterblichkeit weiter angestiegen. Und ja, Mama mia. Da glaubt man, dass dafür Nitrate, Nitrite und eventuell auch Salz für verantwortlich ist. Und das Krebsrisiko ist wahrscheinlich deshalb gestiegen, weil ebenfalls vermehrt Eisen zugeführt wird, eine Hypothese. Die andere Hypothese ist, dass, das hat ein deutscher Nobelpreisträger formuliert, dass möglicherweise Viren in dem roten Fleisch enthalten sind, die durch nicht gut durchgebratenes Fleisch oder vielleicht sogar rohes Fleisch aufgenommen werden und dann insbesondere Dickdarmkrebs auslösen kann. Also könnte es tatsächlich ein Problem sein, wenn ich mein Steak blutig haben will? Also wenn diese Hypothese stimmt, dass Viren mitverantwortlich sind, dann ja. Jetzt muss man natürlich eines sagen, es waren zwar 100.000 Menschen und über 20 Jahre beobachtet, aber herauskam eben auch, dass diejenigen Probanden oder Menschen, die mehr rotes Fleisch gegessen haben, in der Regel dicker waren, sich weniger bewegt haben, mehr geraucht haben und mehr Alkohol getrunken haben. Okay. Das heißt, es bleiben immer noch viele Fragen offen. Wenn wir jetzt mal, Sie haben das Eisen angesprochen, nochmal andersrum fragen. Mhm. Wenn wir jetzt das rote Fleisch weglassen würden und dann meinetwegen zu wenig Eisen haben, das ist doch auch schädlich, oder? Wenn Sie natürlich zu wenig Eisen haben und eine Eisenmangelanämie haben, also eine Blutarmut bekommen, das ist insbesondere bei Frauen ja möglich durch die Regelblutung, dann ist es natürlich auch nicht gesund, aber in der Regel ist es nicht tödlich. Wohingegen wir Erkrankungen haben, die gekennzeichnet sind durch eine zu hohe Eisenlast, also eine Eisenspeicherkrankheit beispielsweise. Und dort sehen wir sehr wohl lebensverkürzende Dinge. Diabetesrisiko steigt, Herzerkrankungen steigen und so weiter. Aber vom Prinzip her, also die Forscher haben auch errechnet in dieser Studie, wenn man eine Mahlzeit roten Fleisches täglich austauschen würde gegen weißes Fleisch, gegen Nüsse, Hähnchen, Gemüse, Gute. Genau, Geflügel beispielsweise oder Fisch, gegen Gemüse, Nüsse, fettarme Milchprodukte, dann würde das Sterblichkeitsrisiko um 7 bis 19% sinken. Das ist eine ganze Menge. Ja. Wunderbar. Also wir essen alle ein bisschen weniger rotes Fleisch. Das ist jetzt beschlossene Sache. Herzlichen Dank, Herr Dr. Haug. Gerne. Ja, ich finde es persönlich besonders bitter, dass rotes Fleisch tatsächlich ungesund sein könnte. Gerade jetzt, wo die Grillsaison losgeht bei dem schönen Wetter. Aber mal ehrlich, auch Geflügel und Fisch sind ja vom Rost besonders lecker.